Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Schonkohle-Community, liebe Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Gold-Guide bzw. Farm-Guide und ich hoffe, das ist diesmal mit der Stimme und der Lautstärke besser. Bei einigen der letzten Videos war das ja sehr übersteuert. Ich habe jetzt 10-11% rausgenommen und ich hoffe, das klappt dieses Mal besser. Ja, diesmal steige ich voll in das Thema ein. Das verdanken wir zwar zum einen meiner Liste, ich habe hier so eine Liste mit immer noch nach wie vor 100 Themen, Farmspots, Auktionshausthemen, Goldthemen, WoW als Wirtschaftssimulationsthemen, bestimmte Farmgeschichten, Multibox-Themen und hast du nicht gesehen, einiges, was ich noch zeigen möchte, bis Battle for Azeroth. Mal gucken, ob ich das alles schaffe. Aber einen Punkt, den ich euch zeigen wollte, der wurde jetzt einfach mal hoch priorisiert, denn ich habe einen Tipp bekommen, von Efi. Vielen lieben Dank für den Hinweis, denn sie oder er, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Efi nicht böse sein, aber so von dem Profilbild und dem Namen, Efi klingt erstmal feminin, würde ich sagen, sie, Efi, hat mir diesen Punkt empfohlen und ich habe gesagt, sie kriegt dann auch jetzt die Credits hier und wird auch dafür erwähnt, unabhängig davon jetzt, ob ich die Sachen auf meiner Liste hatte, ist ja egal, ne? Wenn Feedback aus der Community kommt, dann freue ich mich, dann möchte ich das auch gerne aufnehmen. Oder schauen wir uns jetzt mal an und schauen, falls ich heute so ein bisschen dicke Augen habe und sowas. Ich habe heute, im Gegensatz zu den letzten Tagen, super heftige Allergieprobleme. Ich weiß nicht, ob man das hört von den Atemwegen. Die Nase ist zwar frei und das klappt soweit, aber mir jucken so die Augen. Heute Mittag war das so schlimm. Ich hoffe, das für euch zu vertragen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, die Nacht durchgemacht oder so. Alle diejenigen unter euch, die keine Allergieprobleme haben, seid dankbar. Es ist so eine Lebenseinschränkung, dieses Zeug. So, was Efi mir aber gezeigt hat oder worauf sie mich hingewiesen hatte, sind die Felder der Ehre. Die können wir uns jetzt nochmal anschauen. Die befinden sich hier in der brennenden Steppe. Und dann haben wir hier bei der schwarzen Festung einige Camps, nämlich derer vier. Wir haben einmal hier diese Flammspreche der Feuermägen. Wir haben hier die Soldaten des Schwarzfels. Und ihr habt hier 1, 2, 3 und Camp Nummer 4 ist hier. Vielleicht kann ich mal ein bisschen die, wartet mal, die Sichtweite so ein bisschen erhöhen. So, jetzt ist natürlich das Dilemma oder andersrum. Also ich habe das als Multibox-Farm-Spot getestet, ja, Brain AFK, ja, hier einen Char hinstellen, wegballern. Noch einen Char hinstellen, wegballern. Letztendlich geht es hier nur um diese Dreiergruppe und da hinten das Camp, was ich ihm gezeigt hatte. Efi hatte auch geschrieben, am besten mit einem Kumpel machen oder mit einer Freundin, wie auch immer. Am besten macht ihr das zu zweit, denn wenn ihr diese drei Camps hier wegknackt, plus das da hinten, dann bekommt ihr tatsächlich diesen Fast und quasi Instant Respawn hin. So, und diese Multibox-Geschichten, so, das ist jetzt offensichtlich, ne? Da könnt ihr richtig abräumen, das ist für das Leveln, für die XP. Werde ich das wunderbar nutzen mit meinen Jägern auf Amantul. Und man kann, wenn man entsprechend natürlich einen Char hat, der sowieso alles one-shottet, hier so ein bisschen Transmog farmen und hast du nicht gesehen. So, nun war, jetzt ist natürlich, der Vorführeffekt, jetzt questet da jemand, aber gut, ist ja nicht schlimm. Das Dilemma ist jetzt, wenn ihr das jetzt solo machen möchtet, ist ja die Frage, wie bekomme ich das von der Performance hin, weil ihr natürlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein könnt. Und ich habe jetzt so ein bisschen improvisiert und mir war so wichtig, ja, das war jetzt mein Ehrgeiz, dass ich diesen Spot, soweit das geht, auch als solo-tauglichen Spot zeige. So, ganz wichtig dabei ist, ihr braucht AOE, also wirklich die Area of Effect, den Flächendamage. Und ihr braucht einen Char, der zumindest einigermaßen mobil ist. Und dann hatte ich jetzt überlegt und dann seht ihr hier schon, ja, sehr kreativ, Testermonk. Ich habe wieder die Klassenprobe benutzt oder genutzt, weil ich selber keinen Char habe, der ein Mönch ist und so ein hohes Level hat, um das zu demonstrieren. So, und dafür ist die Klassenprobe natürlich genial. So, jetzt machen wir das mal. Ich kann natürlich jetzt dem kleinen Butschi hier helfen und dann zeige ich euch das mal. Denn ich habe das jetzt so weit einigermaßen hinbekommen, dass das auch Solo-Farm-tauglich ist. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir fangen jetzt mal hier an. Wir haben auf jeden Fall den Braumeister, ganz wichtig bei den Talenten. Nehmt ihr auf jeden Fall
die Statue des schwarzen Ochs, ne? Die braucht ihr, das ist ganz wichtig. Und was ich mir noch ausgesucht habe, ist der rauschende Jadewind, weil du wirklich um dich herum diesen wunderbar wirbelnden Tornado hast, ja? Der ist sehr klasse. Und jetzt können wir uns mal, wenn wir jetzt von oben mal gucken, kann ich euch mal zeigen, wo die Patrouille reitet. Wenn ihr jetzt hier die Statue ungefähr in diesem rechten Spot hinstellt, dann kriegt ihr ungefähr hier diese drei Camps. Wir können das ja mal probieren. Hier stelle ich mal die Statue hin. So, und dann stellt ihr fest, ja, die drei Camps fangen an zu laufen. Zack, da machen wir AOE an. Und es wird fleißig gelootet. Achso, bevor ich loote, kann ich euch mal zeigen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da nicht was dabei rauskommt. Ich hatte gelesen, dass manche, was diesen Spot angeht, jetzt nicht so überzeugt waren, weil da nicht so viel rauskommt für einen Solo-Char. Sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Natürlich ist jetzt Wollstoff und Magiestoff, das ist jetzt alles irgendwie sehr uninteressant. Aber warten wir mehr BFA ab, ja? Irgendwann versiegt vielleicht wirklich diese Nachfrage, dieser akute Nachschub und wirklich diese Tonnen an gefarmten Materialien. Und einfach das für den Hinterkopf zu haben, dass ich einen Spot kenne, bei dem ich weiß, ich kriege einen Fast oder sogar Instant Respawn hin, fällt dann ja wieder unter diese Kategorie, kenne die Möglichkeiten und was heißt Kategorie, ist eigentlich unser Motto. So, und jetzt stoßen wir hier schon an die Grenzen. Ihr seht, der Spawn hört jetzt hier erstmal auf. Man kann die am Rande mitnehmen, aber ich möchte euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach mal ganz leger in dieses Camp gehe. Ja, mit diesem Wirbelwind hier alles durchballer und niederstrecke. Gucken wir uns doch mal an, was jetzt passiert. Dann, wenn ich jetzt nämlich wieder zurückfliege. Gut, den Einzelnen loote ich jetzt nicht. Dann stellen wir hier fest, ihr Lieben. Cookie Cookie, hier sind sie alle wieder respawned. Ich stelle hier wieder die Statue auf. Wir ziehen ein bisschen Aggro. Das Rollen des Mönchs ist hier natürlich wunderbar. Weil ich sehr mobil bin. So, und weil das andere Camp da hinten nämlich jetzt noch liegt und noch auf diesem Respawn-Timer ist, kriegen wir auf einmal hin, dass die Camps hier wieder relativ schnell spawnen. Zack, so. So, damit haben wir die. Und ihr seht hier, ja, das ist quasi der Instant-Spawn, den ihr natürlich zu zweit wesentlich besser hinbekommt, ganz klar. Aber durch etwas Mobilität und durch zwischendurch Unterbrechen dieses, ich sag mal, ich will das auch nicht AFK-Loopplatz nennen, weil das wäre zu viel des Guten. Also man muss sich ein bisschen bewegen, aber das ist mit den Mönchen jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Ja, ihr habt hier den Wind, ihr habt hier die Rollenmöglichkeit. Ihr habt hier die Statue, die die Aggro zieht, so zwischendurch das Loot natürlich nicht vergessen. Und dann ist es sozusagen unter diesen Rahmenbedingungen, dass dieser Spot eigentlich für zwei und mehr Personen geschaffen ist. Wie gesagt, als Multiboxer, eigentlich als Dualboxer, ist es schon easy peasy, ne? Also wenn ihr mit zwei Chars spielen könnt, stellt ihr die entsprechend so auf, dass ihr hier auf jeden Fall dieses Camp hier jeweils wegballert. Genau, das ist zu weit entfernt. So, ne? Und dann kriegt man hier ziemlich schnell den Spawn wieder hin. So ein Zwischendurch. Ja, einfach mal die Runde drehen mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Und dann fliegt ihr wieder zurück. Einmal kurz hier absetzen und die Gruppe wieder niederstrecken. Zack. So, manchmal hatte ich das schon, dass die dann hier auch wieder relativ schnell erschienen sind. Und jetzt geht's wieder zurück. So, da stellen wir doch hier mal wieder die Statue auf. Ja, da zieht man sogar gleich direkt das komplette Camp hier. Da ihr seht, ja, die erscheinen vor euren Augen, vor eurer Mönchsnase. Genauso soll das sein. So, jetzt laufe ich hier einmal gegen den Uhrzeigersinn. Also die Gruppen am Rand, die braucht ihr nicht unbedingt. Es zählt tatsächlich nur jeweils das Camp. Und ihr seht, wie entspannt das ist. Also der Mönch ist dafür einfach prädestiniert, weil ihr wirklich diese Statue habt, die Ochsenstatue, die zieht einfach Aggro. Die sorgt dafür, dass wir entsprechend sehr viel Aktivität haben. Die sorgt wirklich für die Impulse. Und wenn ihr feststellt, dass zwischendurch tatsächlich der Respawn versiegt, und ich konnte sie noch nicht so aufstellen, dass man alle Camps zieht. Also die Statue hat so einen Radius von irgendwie 30 Yards oder sowas oder 30 Metern. 30 Meter. Ich kann sie nicht so hinstellen, dass man alle Gruppen zieht. Ja, das funktioniert leider nicht. Aber seht ihr hier, wunderbar, da spawnen sie instant. So und so. Der ist schon hier wieder direkt hier reingelaufen. So und sobald Ruhe ist und sobald ihr feststellt, ihr kriegt diesen Respawn nicht mehr provoziert. So, dann fliegt ihr noch einmal rüber zu dem anderen Camp. Ja, ich loote jetzt hier einfach mal. Das ist nämlich jetzt schon fast der Fall. Ja, hier sind noch zwei Einzelne. Das kann ich euch jetzt nochmal zeigen. Wenn ich die beiden Nasen jetzt hier einmal umprügel, passt mal auf. Wir drehen uns hier mal so ein bisschen. Das ist echt kurios.
dann tut sich nichts. Gut, tut sich nichts, weil das genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Es versiegt hier irgendwann. Irgendwann ist an der Ecke hier Schluss. Ich kann jetzt hier nochmal looten, einfach nochmal gucken, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht. Aber ich glaube nicht. Wir können mal schauen. So, ihr seht, hier ist jetzt tatsächlich erstmal wieder Ruhe. So, man kommt halt immer zu dem Punkt. Wenn ihr hier anfängt zu farmen und dann ist vorbei, denkt man sich, super, klasse, hat sich hier erledigt. Ja gut, Leute, einmal ganz kurz hier aufmounten. Die Gruppe hier niederstrecken. Ja, fliegt ihr einmal rüber zu dem vierten Camp. Es ist jetzt nicht das Optimale, leider. Ich meine, ich kann die Staude jetzt hier stehen lassen. Das wird wahrscheinlich, das wird überhaupt nichts bringen, weil die einfach nicht tötet in dem Sinne. Sie zieht nur Aggro, soll sie machen. So, und dann stelle ich sie gleich hier nochmal wieder auf. Die erst nochmal umhauen hier. So, das stelle ich jetzt mal hier hin. So, zack. Da seht ihr und da, ja, Instant. Das ist hier tatsächlich dieser forcierte Instant Respawn. Der liegt aber tatsächlich, oder der hat eine gewisse Halbwertszeit, nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir hinten dieses vierte Camp haben, was dann wieder spawnt an der Stelle. Dann hat sich das wieder erledigt, aber nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Mobilität, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, seht ihr, kann man ein bisschen was machen. Also das kann man jetzt nicht hier mit einer Hand locker spielen, ja, und nebenbei groß essen oder trinken oder so. Ja, das ist kein Semi-AFK-Spot und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das reicht jetzt von der Mechanik, euch das hier einmal demonstriert zu haben, da hinten dieses Camp. Und dann, okay, mit dem Fernkampf-Char, man könnte mal schauen mit Jägern, man könnte mal schauen mit Hexenmeistern, also alles, was AOE machen kann, könnte man probieren. Ich glaube aber tatsächlich, am einfachsten ist hier diese Statue, weil man sie zentral aufgestellt, tatsächlich so platziert hier benutzt, um Gruppen hier ranzuziehen aus den Camps, und dann kann man hier an Ort und Stelle looten. Also, es hat solo nicht so die Performance. Idealerweise macht es zu zweit. Sucht euch jemanden in einem MMO wie World of Warcraft. Sollte es nicht allzu schwer sein, ja, sucht euch in der schon coolen Community auf unserem Discord-Server. Da lade ich euch natürlich wieder herzlich zu ein, obligatorisch. Wir sind über 770 oder 780 Member schon. Wir haben jetzt einen eigenen Kanal. Farmgruppen, den Danule und Larenia unter anderem gefordert haben. Also, tut euch da entsprechend zusammen. Und nehmt euch diesen Spot mal vor, ganz klar. Das ist natürlich ein Classic-Farm-Spot. Das ist jetzt hier auch nicht so. Ich kann das ja mal versuchen zu sortieren hier. Dass man hier den absoluten High-End-Loot rausbekommt, sehe ich jetzt auch nicht. Gehen wir mal ganz kurz hier aus dem Kampf raus. Den absoluten High-End-Loot gibt es hier wahrscheinlich nicht. Immerhin eine Schießkassette habe ich hier rausgekriegt. Also ich habe ja wirklich jetzt diese beiden Runden, ne? Das habe ich eben jetzt schon mal gemacht, bevor ich dieses Video zu diesem Video angesetzt habe. Also ihr seht hier von diesem regionalen Verkaufspreis, okay, sind das nicht die allergrößten Klopper. Mugtols Helm, süß, ne? Auf Archon 19 Gold. So, also das ist viel Daddelkram, das ist viel Kleinkram. Was haben wir denn hier? Den Seelenbewahrer. Naja gut, immerhin, ne? Das ist ja nicht ganz so schlecht. Dann haben wir hier die Bestien-Sets, wenn man sie denn braucht. Wir haben den Unsichtbarkeitstrank, Stiefel große Ausdauer. So, und ihr seht, ich habe das jetzt wenige Minuten gemacht. Mit einer Multibox-Gruppe, ja, und den Loot-Berechtigungen auf die entsprechend bis zu 5 Chars, je nachdem, wie ihr das gruppiert. Ich mache das während meiner Levelphase mit, natürlich mit 8 Chars, hab da aber nicht den Kill-Speed, ne? Also da, ich fahre mir zwar auch so durch die Gruppen durch, aber aufgrund dieser Skalierungsgeschichte muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen mit den kleinen Jägern, habe ich schon geguckt. Aber mit einer Gruppe, entweder einer eigenen Gruppe, weil ihr Multiboxer seid, oder mit mindestens 2 Leuten entsprechend, probiert das doch mal 1-2 Stündchen aus, guckt mal, was ihr rausbekommt, guckt, was ihr an Transmog rausbekommt, guckt, was ihr an Rezepten rausbekommt, und auch World Drops hat Efi auch nochmal drauf hingewiesen, da hatte sie mir auch geschrieben, also es kann das eine oder andere an der Stelle hier auch schon droppen. Nehmen wir die Runde jetzt nochmal mit, vielleicht kommt jetzt genau hier der World Drop, auf den wir seit Wochen, oh, guck mal, die spawnen hier auch instant, achso, weil die im Camp hinten abgeräumt worden sind, naja. Haben wir nochmal den Unsichtbarkeitstrank. Nichtsdestotrotz hoffe ich, war das für euch informativ. Vielleicht kanntet ihr den Farmspot schon, für diejenigen unter euch, die ihn jetzt noch nicht kannten. Hoffe ich, ist das wieder eine wertvolle Information, etwas, was ihr testen könnt, etwas, was ihr in eurem
Portfolio habt, der Möglichkeiten, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was soll ich denn heute fahren, was soll ich machen, nehmt euch mal diesen Spot vor, schnappt euch ein bis zwei Leute als Multiboxer, stellt euch entsprechend mal so auf, hier vor das Camp, sowie vor diese anderen drei, abräumen, farmen und gucken. Ja, vielleicht fallen da ja die ein oder anderen sehr, sehr wertvollen Gegenstände. Ich packe diesen Farmspot zumindest mit auf meine To-Do-Liste der Sachen, die ich dann und wann einfach mal ausprobiere. Und, genau. Gut, über das Rohgold müssen wir jetzt nicht so sprechen an der Stelle, ne? Dafür sind hier diese Klassikgeschichten einfach nicht wertvoll genug. Hier ein Gold, ein Gold, ein Gold. Naja, ich hatte vorhin angefangen, da hatte ich etwas über 80 Gold, also 30 Gold Rohgold. Dafür haken wir das mal ab. Aber mit einer Multibox-Gruppe, wer weiß gerade auch, was an Schließkassetten da rumkommt, testet das einfach mal in der Gruppe, entweder in der eigenen oder tut euch mit Leuten zusammen. Ich würde sagen, wir haben es für dieses Mal. Gebt mir gerne Feedback, gebt mir gerne Rückmeldung, auch gerne, sofern ihr diesen Farmspot für euch benutzt oder gekannt habt. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei Tricks, gerne auch was die Aufstellung angeht. Und mir war einfach nochmal wichtig, der Ärger zu groß, dann zu schreiben, ist Solo nicht so machbar? Ja, natürlich, du kriegst nicht die Performance 1 zu 1 hin, aber mit ein bisschen Mobilität, mit ein bisschen Agilität kann man gerade mit dem Braumeister, Mönch und dieser Statue und tatsächlich zwischendurch mal durch Abräumen dieses Camps hier zumindest eine einigermaßen gute Solo-Performance erzielen, um dann tatsächlich mal ein bis zwei Minuten eine Fast- bis Instant-Respawn-Rate mitnehmen. Ja, Lieben, ich verabschiede mich, freue mich auf euer Feedback. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr hoffentlich wiederkommt und kommt vor allem sehr gut in die nächste Woche. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in der World of Warcraft und tschüss.